So, dann willkommen zurück und weiter geht's mit der nächsten Mission. Wir befinden uns im Sigma-Quadrant. Meine Streitkräfte haben einen Ort in der Nähe der Tempelanlagen gesichert. Wir sind bereit, gegen die Tal'Darim vorzurücken. Uns steht eine wahrhaft ruhmreiche Schlacht bevor, Bruder. Gut, hier sehen wir also gleich, welche Zusatzmissionen sich in dieser Mission verbergen. Alle Nexus zerstören, 4500 Gas ungefähr sammeln. Schauen wir uns das mal an. Ja, für die, die mich nicht kennen, ich bin Aristos von der Hasenmafia. Den Link zu dem Let's Play findet ihr unten in der Videobeschreibung. Es geht hier mehr darum, die Story zu erleben. Ist jetzt also kein Guide. Der Tempel von Eris. Hinter diesen jahrtausendealten Mauern ruht unsere letzte Hoffnung. Tal'Darim, riegelt den Tempel ab! Lasst niemanden herein, bis mein Werk getan ist! Jeder, der sich meinem Befehl widersetzt, wird mit seinem Blut bezahlen. Der Hochlord der Tal'Darim ist hier? Das bedeutet nichts Gutes. Dies ist nicht die einzige Schwierigkeit, Ceratul. Diese Welt steht kurz vor dem Untergang. Die Vespingas-Vorkommen unter der Oberfläche sind instabil. Der Planet wird immer wieder von Eruptionen erschüttert. Diese Spalte sind die letzten verbleibenden Quellen an Vespingas. Wir werden uns zu ihnen durchkämpfen müssen, um genug Ressourcen für eine Armee zu sammeln. Ich hoffe, dieser Tempel ist dies alles wert. Was ist euer Begehr? Nun gut. Ceratul, der Druck des Planetenkerns steigt kontinuierlich. Mit dieser Anzeige könnt ihr den seismischen Druck im Blick behalten. Macht eure Truppen bereit vorzurücken. In Kürze wird sich ein Spalt auftun. Ja. Man weiß noch nicht genau, in welcher Richtung. Da oben könnte das auch sein. Ich könnte eigentlich noch einen Hetzer gebrauchen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Faszinierend. Ja, gut. Schlaf auf mich. Oh, das ist ein bisschen viel. Heraku. Halt ist die Mein Leben für Ajur! Ganz wie ihr wünscht. Ja, das könnte natürlich jetzt auf der Seite sein, aber wir haben ja gesehen, die sind auf jeden Fall kein Problem. Öffnen sich Spalte. Wir müssen schnell vorrücken, um das Vespingas einzusammeln. Okay. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das meine Truppen erwischt, wenn ich da jetzt drin stehe. Ihr seid auf mich angewiesen. Ich werde sie mal splitten. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mein Leben. Und wir brauchen dringend einen neuen Pylon. Ja, viele Arbeiter in der Reihe gehabt. So, wie es aussieht. Sieht hier nichts? Was ist euer Begehr? Faszinierend. Ihr müsst zu
zusätzliche. Und ich merke, es wird ein wenig ruckelig mit der Aufnahme. Ich bitte das jetzt zu verzeihen. Ich hatte gehofft, es funktioniert noch so. Aber lieber klein. Ich denke, ich hoffe mal, der optische Unterschied wird nicht so gewaltig sein. Ansonsten werde ich das noch optimieren. Sollte jetzt aber eigentlich, denke ich, nicht so sehr ins Gewicht fallen. Im Namen der Rache. Ja, nun wagen wir uns ein bisschen weiter vor. Stellen wir den nach oben schnell runter. Das ist die Cannon down. Halt ist die Dichtung des Herz der Finsternis. Hier ist zusätzliche Pylone. Oh, und wieder Supply blocked. Ich bin hier. Der dunkle Gott hat keine Verwendung für euch. Ihr seid es nicht wert, weiterzuleben. Willst du mich etwa angreifen? Oh, und die Arbeiter. Es schleift, es schleift. Upgrade zur Verfügung leider nicht. Die Tal'Darim bauen diese Gesteinsformationen ab. Ja, ich registriere ungewöhnliche seismische Aktivitäten an diesen Stellen. Irgendetwas Wertvolles muss dort verborgen liegen. Wir sollten das näher untersuchen. Der Kampfesruhm wird unser sein. Mein Leben für Ajur. Die Stellen, an denen sich Spalte bilden, wurden markiert. Da oben. Ihr benötigt mehr Vespingas. Ah, ein natürlicher Vespingas-Schacht. Ich werde das Gas mit Hilfe der leeren Suche aus dem Orbit extrahieren. Ihr benötigt mehr Vespingas. Ja, so sind wir jetzt also zu einer permanenten Einnahmequelle gekommen. Und können jetzt hier gleich hoffentlich einen Bogen schlagen. Verwendet mich! Mein Leben für Ajur! Und wir sollten mal eine Schmiede bauen zum Upgraden. Ja, das sollten wir jetzt ja eigentlich rechtzeitig schaffen. Na? Ganz wie ihr, wir sind eins mit den Schatten. Kalt ist die Leere. Ja, hätte ich fast geschlafen. Da wir sind auf einen zweiten Schacht gestoßen. Die seismischen Werte legen die Vermutung nahe, dass sich noch ein weiterer Schacht auf der Oberfläche befindet. Mein Leben für Ajur! Und wir haben ja einen Push. Oh je.
Ja, da hätte ich jetzt smart blinken müssen. Ich muss das jetzt bloß ein bisschen hinauszögern, das Ganze. Ja, ich bitte zu verzeihen, ich bin noch nicht ganz warm. Ich denke, das wird mit der Zeit sich bessern. Und sollte, denke ich, auch kein Problem sein. Das macht die Sache vielleicht auch ein wenig spannend. Wenn ich mich nicht hundertprozentig perfekt anstelle. Hier sieht aus, als sei da Raum für eine Basis. Nur mit eurem Tod könnt ihr für eure Sünden sühnen. So viele Pylonen einfach rum. Aber ja, hier können wir expandieren. Seraphim, ich registriere eine weitere Eruption. Die Stellen, an denen sich Spalte bilden, wurden markiert. Ja, das sind jetzt mehrere. So, dann sollten wir auf jeden Fall anfangen, wieder Einheiten auszubilden. Hier gehen wir einfach wieder zurück. Ich glaube, hier geht's lang. Und das ruckelt immer noch ein wenig. Wird dann wiederholt um Verzeihung. Na, die Modelle lassen wir mal noch schick. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Oh, was haben wir hier? Hier solltet ihr eigentlich nicht lang gehen. Der Kampf ist gut, das muss unser sein. Na gut, hier wird es sonst knapp. Unsere Feinde, unsere Wunschspüren. Was zählt? Falls einer gerade fragt, warum ich das eben gerade so mache, der Void, der Leerensucher hier wird immer stärker, je länger er angreift. Deshalb darf ich nicht zu lange Zeit vergehen lassen. So, jetzt können wir hier zurück. Ja, jetzt hat er sich wieder geschlossen. Geht das quasi von vorne. Oh, und ich habe viel zu sehr das Nachbauen vernachlässigt. Oh, wir können das einmal upgraden. Ich vernahm euren. Ja.
Wird ihm verwehrt bleiben. Ein Ausbruch steht kurz bevor. An diesen Stellen werden voraussichtlich Spalte entstehen. Ich bin hier. Mein Leben für Ajur! Andakur Herak. Ich Kuda Anai. Jo, und noch mehr Basiseinkommen. Hervorragend, Zeratul. Die Lehrensuche beginnt jetzt, Vespingas aus allen drei Schächten abzubauen. Mein Leben für Ajur! Erneut die. Müssen wir wohl oder übel oder hier oben. Diese Welt und alles darin gehört den Auserwählten! Ah, hier haben wir die Möglichkeit wieder zu expandieren. Müssen wir hier wohl gleich aufräumen? Im Namen. Wir stehen! Basis wird angegriffen. Mein Leben für Ajur! Jo, hätte ja auch noch genug an Truppen rumgestanden. Endlich wieder vereint, geht's weiter. Es ist zu einem weiteren Ausbruch gekommen. Ich markiere auf der Karte, wo sich Spalte auftun. Nun gut. Wie
Unsere Truppen haben den Tempel fast erreicht. Wir sollten unsere Krieger sammeln und mit vereinten Kräften zuschlagen. Erneut dienen. Lasst unsere Feinde unsere Richtung spüren. Krieger, gebt alles, was ihr habt, und der Tempel wird uns gehören. Vorwärts, für Ruhm und Ehre. Erstmal ein bisschen sammeln hier. Ihr seid auf mich angewiesen hier in den Schatten. Ich bin erneut dienlich. Die Front ein bisschen nach vorne verlagern. Ach, verdammt, ein Nieste. Das überlebt er nicht. Das werden sie dann auch automatisch abklappern. Natürlich noch was rum. Erneut diene ich. Ich bin hier in den Schatten. Wir sind eins mit den Schatten. Hier unten sehe ich noch was, das will ich loswerden. Kalt ist die Leere. Und dann geht's auch zum finalen Angriff. Der Kampfesruhm wird unser sein. Jo, und damit wäre die nächste Expansion erobert. Kalt ist die Leere. Oh, hier haben wir aufgeräumt. Hier noch irgendwas. Sieht nicht so aus. Wie ihr befehlt. Er erbittet unsere Gnade. Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. Zu einem weiteren Ausbruch gekommen. Ich markiere auf der Karte, wo sich Spalter auftun. Jo, und damit wäre die Mission geschafft. Der Weg ist endlich frei. Ja, doch die Tal'Darim sind nicht dafür bekannt, Niederlagen einfach hinzunehmen.
Sie werden Truppen schicken, um ihren Hochlord zu befreien. Wahrscheinlich eine ganze Streitmacht. Geht, Serathol. Findet die Antworten, die ihr im Inneren des Tempels sucht. Mit unseren Klingen werden wir euch genug Zeit verschaffen. Ihr habt meinen Dank, Talis. Entaro Tassada. Adum Toridas, Bruder. Und damit haben wir diesmal auch alle drei geschafft. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Videolink, wie gesagt, unten in der Beschreibung. Lasst gerne ein Abo da oder hinterlasst auch gerne Kritik. Ich wäre sehr interessiert. Bis dann!